In Ebenhausen bei München besuchten wir Margarete Hauptmann, die 80-jährige Witwe von Gerhard Hauptmann. Ein Leben lang hat sie Freud und Leid mit dem großen schlesischen Dichter geteilt. Anlässlich seines 10. Todestages zeigen wir bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Gerhard Hauptmann in seinem Agnetendorfer Heim im Riesengebirge. Hier entstand ein Großteil jener Werke, die ihn weit über Deutschlands Grenzen hinaus berühmt gemacht haben. Noch einmal hören wir die Stimme des Dichters. Du weißt nicht, was du gewesen bist. Du weißt nicht, wozu du genesen bist. Du bist noch von jedem Leiden genesen. Du bist und also bist du gewesen. Und also wirst du auch niemals sterben, sondern nur Leben um Leben erwerben. Man kann sich erinnern, wie man mich bedrängt hatte mit der Prophezeiung eines rettungslosen Epigonentums. Hatte doch der famose Gervinus gesagt, das Kapitel der Poesie in Deutschland sei durch Goethe ganz und gar abgeschlossen. Diesen Irrwahn, der meinen Weg wie eine Mauer versperren wollte, hinwegzuräumen, mühte mein Geist sich Tag und Nacht. Wie im Blitz erkannte ich meine weite und tiefe Lebensverwurzelung und dass es eben dieselbe sei, aus der mein Dichten sich nähren könne. Was ging das Geschwätz vom Naturalismus mich an? Aus Erde ist ja der Mensch gemacht und es gibt keine Dichtung, ebenso wenig wie eine Blüte und Frucht. Sie sauge denn ihre Kraft aus der Erde.